Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu FIFA 23 mit VfB Oldenburg. Es geht weiter. Es geht endlich weiter nach dem 6:1 im ersten Freundschaftsspiel, was echt schrecklich war, weil, ja, was soll ich sagen, ich mega schlecht bin. Geht es nur weiter. Thomas ist natürlich der beste Spieler und wir wollen uns natürlich weiter verbessern. Wie sagen wir jetzt 3 Millionen? Jetzt haben wir 3 Millionen. Ah, aktuelles Budget. Ausgegeben in die Saison. Ach, ich habe Spieler verkauft, ne? Ne, aktuelles Budget ist 1 Million. Geschätzt. Gesamt 3 Millionen, aber egal. Wir gehen jetzt erstmal weiter. In der Woche und gucken, ob hier irgendwas Spannendes passiert von. Wie heißt nochmal? Nachrichten. Scout-Berichte. Schulz ist verkauft worden. Das ist schon mal etwas. Hier Transferangebot für Kisse. Da läuft das. Thomas läuft auch. Engel habe ich abgelehnt, weil die mir einen Spieler angeboten haben. Nationaltrainer ist möglich. Ja, also Training simulieren natürlich. Auch das zweite Spiel haben wir gewonnen. Thomas mit seinem Debüttreffer für uns. 2:1 verlieren wir gegen St. Mirren. Also das Vorbereitungsturnier läuft mehr als schlecht. Ich habe das eben schnell simuliert, weil ich dachte, vielleicht spielen sie dann wenigstens besser. Aber es läuft gar nicht. Wir haben Nachrichten auf jeden Fall. Übereinkunft zu Kiesel verkauft. 145.000, okay. Die bieten uns ein Angebot für Engel. Das ist 350 wert. Wir machen mal delegieren. Ja, komm. Diesel ist verkauft worden. Die Simulation, also die Sequenz habe ich jetzt erstmal kurz unterbrochen. Dann haben wir ein Angebot für Wagner, den Stürmer hier vorne von Portsmouth. Da können wir mal selber verhandeln. Mal sehen, wie die Verhandlungen jetzt aussehen. Das haben wir noch nicht gemacht, aber das ist wahrscheinlich Standard geblieben. Ja, Oldenburg Thomas hier. Der beste Spieler, den ich in meinen Reihen habe. Neue Transfersumme vorschlagen. Komm, wir versuchen es mal mit 420.000. Aber wir müssen ihn nicht abgeben. Wir brauchen ihn die aktuell. Gegenangebot. 420, Sie gehen 20 hoch, wir gehen 20 runter. Und gut, siehst du, sie gehen 20 hoch, wir gehen 20 runter und wir geben Wenger jetzt ab für 400.000. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall gleich einen Stürmer. Wir brauchen auf jeden Fall noch, wir brauchen viele Spieler. Wir brauchen generell sehr viele Spieler, aber und meine Scouts arbeiten irgendwie nicht richtig. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, Transfers, Scout-Bericht. 3 Tage noch, der hat eine Freigabesumme. Sprinttempo und Antritt sieht bei denen schon mal gut aus, ne? Der hat einen Wert von 2,8 Millionen. Wieso? Wieso? Habe ich hier schon ein paar von euch fertig. Aber habe noch keine Ange keinen Bericht davon. Yusuf Moukoko. Beino Gittens hier, Hermann. Gulibar, die Freigabesumme 2,5 Millionen läuft hart bei dir. Kenneth Schmidt. Torwart, Torwete. Hier von Lech Posen, dieser junge Pole hier mit 1,90 m. Der könnte was werden, eine Freigabesumme. Es könnte interessant werden, wenn wir den fertig gescoutet haben. Ja, 9 Tage noch. Dann, ich will nicht die Saison beenden. Ich wollte hier Partie spielen. Wir machen mal wieder eine Simulation. Hoffen, dass wir jetzt unser erstes Spiel gewinnen. Ja, 2:0 gewonnen. Nice one, endlich mal. Debütsieg für Beckmann oder Teichchef. Kann ja sehr interessant werden. Training simulieren. Ah, wir haben eine Nachricht. Ah, der nächste Spieler geht. Diese Simulation ist echt geil, aber das mache ich jetzt nur bei ganzen Spielern. Wagner ist weg für 400.000. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall auf einen Stürmer setzen. Guter Preis, safe. Vielleicht hätte ich noch mehr raushauen müssen.
So. Scout-Abschiedsbericht. Wenger verkauft. Champions League-Trophy-Leistung. Ja, da wir es nicht ins Champions Trophy-Final geschafft haben, aber wie viel wichtig ist das Team zu sehen, wo man fit und gut vorbereitet ist. Ja. So, dann gucken wir mal unsere Berichte an. Leopold 59, nein. Marino 67. David Otto ist zu teuer. Bayer ist zu teuer. Zu teuer. Eggestein zu teuer. Bino Gittens zu teuer. Oh, die sind alle zu teuer, ne? Da muss ich noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen warten, das ist natürlich besser. Wie sieht eigentlich jetzt unsere Mannschaft aus? Starke ist ja erst der Case, Starke ist da vorne drin. Stillstand bei den Verhandlungen, dann das Engel bleibt bei uns. Asrum holt Rashford. Okay. Pressekonferenzen. Da können wir mit dir reden. Pressekonferenz vor dem Spiel. Wir haben unser erstes Spiel bald. Gegen Unterhaching. Gegen Unterhaching. Läuft hart. Erster Spieltag. VfL Oldenburg gegen Zwickau. Nicht gegen Unterhaching. Und dann kommt schon Meppen. Dann kommt das Niedersachsen-Derby. Ich will nicht abbrechen, ich drücke immer zu schnell. Wir müssen auf Transfers gehen, wir müssen hier weiter gucken, ob wir irgendwas finden für den Sturm. 59er Stärke. Er ist aber schnell, ne? 20 Jahre alt, aber damit kann ich nichts anfangen. Damit kann ich leider nichts anfangen. Biete ab, kann ich dich ausleihen? Dem muss ich ein Angebot machen. Das ist hier. Transferzentrale. Ich kann nur gucken, dass ich euch ein Angebot mache. Laie. Hat kein Interesse daran, den Spieler zu verleihen. Bayer. Laie vorschlagen. Otto. Laie vorschlagen. Laie vorschlagen. Das ist so bitter. Was soll ich machen? Keiner von denen will. Du bist noch eine Hoffnung. Ricardo Pepi. Bitten, Mukoko zu beobachten. Was ist denn sonst noch so auf den Transfermarkt? Wir brauchen einen Stürmer. Bevor es losgeht, wir brauchen einen Stürmer. Transferstatus, am besten freier Spieler. Schade, dass man nicht irgendwie einstellen kann. Geld. Also es gibt nur... Es gibt nur drei freie Spieler, sechs freie Stürmer oder was? Interessant. Freigabesumme. Akinola. Lucas Alario. Amarilla. Ja, komm, wir wollen was Freigabesumme weg. Ah ja, Stürmer, ja. Wir wollen was Junges, wollen wir. Maximal sagen wir 23. Und dann gehen wir mal die Ligen durch. Premier League. Ist da irgendwas, wo ich sagen könnte, okay, cool, 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 cool. Stürmer einfach weggemacht. Beste Leben. Broja Dacker. Laie vorschlagen. Wollen die nicht. Der Vertrag ist zu lange.
Erling Haaland, ja, das können wir uns leisten. Alexander Isak, ja, auch. Santiago Munoz, Stuttgart. Von. Ist zu gering. Die wollen den nicht ausleihen zu uns, das ist das Problem. Niemand will Spieler an uns ausleihen. Ligue 1. Ligue 1, besser gesagt. Was gibt es da? Da gibt es doch immer was Geniales. Etiki. Daher vorschlagen, auch nicht. Der ist schon ausgedient. Calimero, Lager, Ibrahima Kone. Den habe ich damals mit Dingsabumser geholt. Auch nicht. Mbappé, kann man eigentlich mal anfragen, ne? Mbappé ist doch easy going, würde ich sagen. Kone war eigentlich. Der war eigentlich nice. Soll ich es einfach riskieren und mit Kone reingehen? Er hatte eigentlich ein gutes Ding da am Laufen. Wo bist du? Erstmal Santiago Munoz. Kauf vorschlagen. Spieler will sich nicht neu orientieren. Spieler will sich nicht neu orientieren. Ja, beste Leben. Ja, die wollen alle nicht. Die wollen alle nicht zu uns wechseln. Jugendstab, ist doch irgendwas dazugekommen. Ist da irgendwas zugekommen? Dort verfügbar. Oh Gott, die sind alle so teuer. Ich habe kein Geld, das ist Ding. Ich habe einfach kein Geld. Ich kann mir kein Jugend. Scouting-Netzwerk aufbauen. Hier, Deutschland. Drei Monate. Robert. Okay, komm. Let's go. Scout-Aufträge. Jede Position. Stammspieler-Qualität, Spielmacher. Beigabesumme hat das viel zu hoch, dass ich mir den leisten könnte. Marius Malek. Was hast du da? Nico Safiakis, Patrick Eras, Marco Hober, Juri Reger, Luca Herrmann. Mhm. Niklas Jan, König Philipp, Erik Ullmann. Ja, ich bin echt gespannt, wie das hier weitergeht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in unsere erste Pressekonferenz. Nein, ich will nicht. Ich will nicht das beenden. So, Pressekonferenz vor dem Spiel. Machen wir mal. Danke, dass Sie alle da sind. Vorbereitung lief ja nicht mehr. Nicht gut eigentlich. Aber ja. Oldenburg hat in der Vorbereitung gute Leistung gezeigt, das stimmt nicht. Die Fans hoffen natürlich zum Saisonstart auf mehr. Wie wirkt sich das auf die Aufstellung im ersten Pflichtspiel aus? Ich vertraue meiner Mannschaft. Ich vertraue der Qualität meiner Mannschaft. Die Jungs können das schaffen. Nach unserem harten Training sind sie bestens vorbereitet. Ist das Team stark genug, einen Platz im Tabellenkeller zu verhindern? Das glaube ich nicht. Konstanz ist entscheidend. Wir müssen konstante Leistung bringen, auf jeden Fall. Wir müssen Konstanz reinbringen und dürfen nicht zu viele dumme Fehler machen. Nur dann können wir einen Schritt nach vorne machen. Fehler werden auf diesem Level bitter bestraft. Warum halten Sie an Buchmann als Startspieler fest, obwohl in den letzten Spielen kein Aufwärtstrend zu erkennen ist? Er kann nur mit Spielen zu alter Stärke finden. Buchmann kann nur zu alter Stärke zurückfinden, wenn er spielt und sich beweisen kann. Ich bin sicher, dass er aus dieser Krise rauskommt. Vielen Dank. Bitte kann er mal fragen. You're welcome. You're welcome. So, und dann gehen wir rein in die Partie. Wir machen aber nur eine Halbzeit, falls ich wieder zu sehr verkacke. Und deswegen gehen wir erstmal in die normale Simulation, würde ich sagen. Ein Trainingszentrumsfortschritt wird in diesem Ding nicht angezeigt. Okay. Okay, cool. Bin ich mal gespannt.
in welche Richtung das hier geht. Wir sind auf jeden Fall die Blauen, haben direkt den Angriff. Und kriegen die Ecke. Wir kriegen die Ecke. Die wird reingebracht und daneben gesetzt. Oh, Miliz schon ziemlich weit vorne, aber ich hoffe, dass das einigermaßen geregelt kriegt. Und da sind sie durch. Und auch nach außen geklärt. Jetzt die Ecke für die. 11 Minuten sind um. Läuft hart bei denen. Da sind sie. Da kommt unsere Gegenaktion. Aber nein, sie bleiben weiter am Ball. Sie machen weiter Stress, Schuss. Und da ist das 1:0. Da ist das 1:0. Es ist bitter einfach. Ich muss gleich gucken, dass ich wirklich reingehe und das endlich mal hinkriege, das Spiel. Weil es ist echt schwer, die Steuerung da rauszukriegen. Und besser ist es mit eigener Spielerfahrung. Hoffentlich nicht mit einem 2:0 Rückstand. Hoffentlich nicht. Die machen Druck. Die gehen drauf. Versuchen es irgendwie. Klären den Ball auch irgendwie, aber nicht gut genug. Es ist Einwurf. Er kann ihn da reinbringen. Wir können ihn gut reinbringen, aber Miliz ist zu schnell. Jetzt kommt die nächste Ecke. Und wieder gehalten und rausgeklärt. Sehr gut rausgeklärt. Aber sie bleiben da halt, sie bleiben halt. Jetzt haben wir die Gegner, die Kontermöglichkeit hier, kurz vor der Halbzeit. Kriegen wir das irgendwie geregelt. Thomas ist da, Thomas ist im 16er, aber der kriegt den Ball nicht, das ist das Problem. Da hat er den Ball, da hat er den Ball, da hat er den Ball. Und wird geklärt. Wir kriegen Ecke. Können wir da was machen? Können wir daraus was machen? Letzte Chance im Spiel. Ah, ne, der Ball ist weg. Der Ball ist weg und wir gehen in die Halbzeit. Wir gehen in die Halbzeit und wir greifen ein und versuchen natürlich jetzt direkt das Spiel hier zu lesen. So, ganz ruhig. Jetzt müssen wir auch in die Offensive gehen. In die Defensive. So. Gut abgewehrt. Thomas hat jetzt den Ball. Und perfekt. Ah, Alter, da ist er weggerutscht. Da ist er weggerutscht. Defensive ist on fire. Thomas wieder im Ballbesitz. Aber das Ding ist, wir sind so lahmarschig. Wir haben keine Geschwindigkeit da vorne. Wir bringen sie einfach nicht konstant rüber. Ach ja, wenn ich eine Halbzeit simuliere, dann rede ich die ganze Zeit. Zwischendurch kann es sein, dass ich ein bisschen... einfach ein bisschen abgelenkt bin, weil ich mich konzentriere und dann rede ich weniger. Aber sonst versuche ich halt, dass ich die ganze Zeit rede. Damit ihr wisst, dass ich da bin und nicht wegschneide die ganze Zeit. So, jetzt ist der Gegenangriff. Oh, super, super verteidigt. Versuchen wir es. Thomas ist durch. Jetzt Starke ist durch. Starke ist durch, ist im 16er. Ich kann nur schießen, da kommt keiner mit und... wir kriegen wenigstens eine Ecke. Wir kriegen wenigstens eine Ecke. So, die Ecke kann man ja mit dem rechten Stick kann man machen. Dann kommt der Heber rein. Deichmann ist da. Ah, der war nicht weit genug. Der war nicht weit genug. Keeper ist im Ballbesitz. So. Abwehr ist nicht wirklich da, aber ich versuche ranzukommen. Alter, das war jetzt bitter. Abgefangen. Abgefangen und dann direkt auf den anderen vorgelegt. So. Jetzt. Jetzt. Thomas ist nicht schnell, ne? Wenn man das so sieht, Thomas ist nicht wirklich schnell. Ah, Alter.
Unsere Spieler sind nicht schnell, was Ballbesitz angeht. So, Starke hat jetzt die Möglichkeit. Ist im 16er. Schießt! Kriegt den Ball am Keeper nicht vorbei. Bitter. Bitter, bitter. Aber wir kriegen noch eine Ecke. Wir kriegen noch eine Ecke. Diesmal mache ich die, versuche ich die ein bisschen weiter zu reinzuhauen. Jetzt hat Thomas die Möglichkeit. Flankt ihn auch hoch rein. Am anderen Ende steht er. Nein, er kriegt ihn nicht. Der Ball bleibt. Aber nicht richtig in unserem Besitz. Schade. Er bespricht die einfach aus. Wir kriegen einen Einwurf. Beste Leben. Und Schuss. Erneute Ecke. So. Versuchen wir es erneut mit einer Ecke, kurz in der Nähe vom Strafraum. Aber es ist auch ein bisschen schräg, weil sie ja nicht richtig laufen. Ich finde, das ist immer noch ein bisschen verbuggt, aber morgen kommt wahrscheinlich der Day One Patch. Es freuen sich alle Leute, die es morgen runterladen, und dann kommt erstmal das Spiel, braucht ein Update. In die Mitte gezogen. Ah, Alter, und dann spielt er zu Thomas. Ey. Ich habe doch extra diesen einen Spieler ausgewählt. Aber wenigstens kein 6-1 Blamage stand jetzt. Oh, dann bin ich weggerutscht. Dann bin ich weggerutscht. Der Rasen ist ja mega widerlich. Spielt er jetzt auf Zeit oder was? Ah, da ist er durch einfach. Aber Militz, Glanztat. Erste Ecke gegen mich in diesem Spiel. Ich weiß ja, mit Schuss quasi rausköpfen. Okay, er hat ihn. Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Ruhig aufbauen. Alter, geh doch hin. Ich weiß nicht, was der Verteidiger da macht, aber er geht nicht hin. Jetzt ist Starke durch. Jetzt ist Starke durch. Er ist Starke durch. Und er macht das Ding. Er macht unser erstes Saisontor. Starke mit dem wichtigen 1:1. So wichtig. Aber die Keeper sind halt auch noch verbuggt. Ne? Wahrscheinlich hätte er das in der späteren Version, würde er das fangen. So, Abwehr ist da. Abwehr ist on point. Abwehr ist on point. Die Linienrichterin hat es gesehen. Ja, wir kriegen den Ball nicht weg. Wir kriegen den Ball nicht weg. Oh, der hat einen Powerschuss gemacht. Komm. Ball ist geklärt. Fürs Erste, sie bleiben im Ballbesitz, weil wir halt alle in 16er haben. Das ist doch jetzt dreckig. Das ist doch jetzt dreckig. Alter, was ein dreckiges Gegentor. Bitte, wir verlieren das hier in Zwickau 2:1. Gegen Zwickau 2:1 zu Hause. Und deswegen kam auch gar nichts. Es ist einfach bitter. Wir sind rangekommen und verlieren hier 2:1. Also dazu kann ich nichts machen. Da gehen wir auch ins Interview rein. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Sind Sie enttäuscht, dass im Auftrag Ihrer Oldenburg-Karriere kein besseres Ergebnis gab? Ja, was soll ich sagen? Nö, natürlich nicht. Ich freue mich, dass wir verloren haben. Die Saison ist noch lang. Ich will mehr Konzentration auf dem Platz. Im nächsten Spiel müssen sich die Jungs zusammenreißen. Noch läuft nicht alles zusammen, aber es dauert nicht mehr lange. Die schwache Form von Buchmann setzt sich auch in der Saison fort. Droht ihm jetzt das aus? Er muss sich im Training zeigen, das denke ich. So, wie viel Geduld habe ich nicht mal. Von nun an geht es auch nur noch aufwärts. Jeder hat mal Höhen und Tiefen. Und jetzt dann geht es nur noch aufwärts. So, Buchmann hat mich enttäuscht, aber die Saison ist noch jung. Er hat noch viel Zeit, wieder in Rollen zu kommen. Er muss konzentriert bleiben und aus seinen Fehlern lernen. Mit Benjamin Thomas zog heute ein junger Spieler erstmals ran, der sich langsam hochgearbeitet hat und nun von dem allen viel erwarten. Sind Sie zuversichtlich? Ich glaube an unsere Jungspieler. Ich setze niemanden ein, nur weil er jung ist. Ich bin immer bereit, den Nachwuchs eine Chance zu geben. Ich weiß natürlich genau, wie viele junge Spieler vor dem Sprung stehen. Ich gebe ihnen die Chance, in der ersten Mannschaft auszusteigen, wenn ich sehe, dass sie mit dem Druck umgehen können. Keine weiteren Fragen. Gut, 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 gut. Aber ich habe noch was gesehen. Teamzentrale. Ich kann Buchmann jetzt, glaube ich, umpolen.
Weil ich das ja gemacht habe bei ihm. Ja, der hat schon eine 45. 75 meine ich. Und Positionswechsel. Na, 78 einfach. Jetzt ist er noch. Er wird einfach noch viel, viel besser. Guckt euch das einfach mal an. Der hat einfach eine 78 jetzt. Komm, wir machen mal ein bisschen auf unsichtbarer Stürmer, dass er ein bisschen schneller wird. Aber was ist das denn bitte? Junge, Junge, Junge. Wie soll ich damit arbeiten können? Posteingang. Baut Scouting an. Erster Scout-Abschlussbericht. Von dem Stürmer, den Torwart. 58, ja, wow. Ich kann mir nichts kaufen davon. Beobachte ihn. Beobachten. Beobachten. Wir brauchen Spieler noch. Wir brauchen noch Spieler. So, wir gehen erstmal weiter. Trainingstag wird simuliert. Dass dann hoffentlich irgendwie ein oder zwei Scout-Berichte noch kommen, dass wir reingehen können, bevor wir nächste Folge gegen Mappen spielen. So. Jede Pressekonferenz. Nein, so. Jugendstab ist ein, hat er noch nichts gebracht. Ein Netzwerk wird erst eingerichtet, der braucht noch ein bisschen. Dann Transferzentrale. Scout-Berichte, ist da irgendwie was in die Richtung? 3 Tage noch, also nach Mappen wird das jetzt alles fertig sein. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Kann ich den mir anzeigen lassen? Laie-Vorschlag? Ah, der hat nur ein Jahr Vertrag, ne? Vielleicht können wir dann dadurch zuschlagen. Vielleicht kann man dadurch zuschlagen. Das wäre natürlich auch was. Was eigentlich mit Schade? Was ist eigentlich mit Schade? Der hat mir doch letztens mal so gefallen. Kevin Schade, da ist er ja. Kaufvorschlag. Der Spieler will sich nicht neu orientieren. Laie vorschlagen. Der Verein will ihn auch nicht verleihen. Das ist so bitter. Wir sind halt so die unterste Niveau, dritte Liga, ne? Unterste Niveau. Scout-Aufträge, nein, nicht Gebietsrat, den Spieler suchen. Also wir müssen auch wirklich dann, da ich schon dritte Liga gehen, um da Spieler zu finden, die uns verstärken würden. Prinz Anning hier, Linksverteidiger. Auf Wunschliste setzen, vielleicht ist der ja was. Tom Bark, Bacharos, Barbossa. Christoph Bartels, Batista Meyer müsste auch sehr gut sein. Baumann, Dominik Bauer, Baumgart, Bauer, Bech, Becker, André Becker, 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 Hermanns, Behrens, Luca Bendel. Ich packe die einfach mal direkt rein. Blacher, Böder, Bokowski, Bornemann. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Oyamba, Jaden Brav. Der könnte, der müsste Kaufvorschlag. Ah, die sind bereits für den Kauf. Soll ich es einfach riskieren? Bisschen für die linke, fürs linke Mittelfeld was holen? Ja, Spiel ist abgekackt. Nein, noch nicht. Wir reden mal. Transfer soll mal anbieten. Ich hab keine Ahnung, wie viel ich habe. Ich mache aber jetzt 400.000 und lehne die direkt ab. Einzige Zeitvergeudung, ja. Ah, Broschinski, Krumme, Bueno. Bueno ist auch ein geiler Name. Er ist auch ein geiler Name, einfach Bueno. Marcel Bär, natürlich Legende. Warboss, Kochi, Kotsch und Dark Lama, Dams, Eichmann. Tomaschke hier, Keeper, 100 Jahre alt, aber egal.
Eberwein, ey, da. Wir können ja mal positionsmäßig suchen. Hör mal. Obwohl er unser erstes Tor geschossen hat, ne? Obwohl er erst unser erstes Tor geschossen hat. Wonnemann ist Vorabbericht Sprint-Tempo. Und wir scouten ihn halt. Dumbia wäre natürlich auch eventuell noch was. Aber, egal. Hier würde ich sagen, beende ich die heutige Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Nächstes Mal geht es ein bisschen länger. Da machen wir auch mehrere Spiele. Ich werde auch versuchen, mehr zu simulieren und so. Wir schauen mal rein. Aber es ist halt jetzt noch die Transferphase. Da müssen wir gucken. Wir haben jetzt 0 Punkte, sind aktuell auf dem 6. Weil wir 2-1 verloren mussten. Und müssen gegen Madden, die wir überholen können, auch im nächsten Spiel. Das ist das Gute. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Vergesst nicht, wenn ich die 200 Abonnenten vor der 4. Folge erreiche, werde ich das Spiel einmal verlosen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass